So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Oh yeah, im letzten Part. Hat Pandya hier irgendwie so eine neue Funktion vorgestellt und ich werde jetzt mal mit Bunti reden, bevor ich irgendwas verpasse, wie mir jetzt schon mehrfach gesagt wurde. Hi, na? Hey, heute werbe ich für einen weiteren Laden. Oh, sieh mal her. Seht ihr den Laden dort drüben? Jener wird von Elevoltech Link genannt. In jedem Laden könnt ihr zwei Attacken kombinieren lassen. Kombinierte Attacken können kurz nacheinander in derselben Runde eingesetzt werden. Stellt euch eine gewiefte Kombination zusammen vor und ihr könnt starke Schläge ausführen. Warum schaut ihr nicht im Laden vorbei und seht euch an, was ich mit den kombinierten von Attacken meine? Well, war das jetzt ein Troll eurerseits? Das ist jetzt irgendwie... Für die, die die Videos nicht gesehen haben, das habe ich bereits einmal gemacht. Oder sagt er noch was anderes? Ja, ihr seid den gleichen Scheiß wie immer. Ja, super, danke für die Information. Toll, yay, hahaha. Ja, das nehme ich mal als Troll. Gut, wir haben aber angeblich auch nicht alle Tagebucheinträge vorgelesen. Und denn der 8. fehlte mir wohl anscheinend auch noch. Das heißt, den werde ich jetzt nochmal ganz fix nachholen. Und dann werde ich noch schauen, ob ich eine Maronbeere habe in meiner... In meinem Lager, genau, das wollte ich sagen, damit ich die Mission, die ich gerade laufen habe, ausführen kann, noch korrekt. So, so, jetzt lesen wir den mal richtig vor hier. Eine seltene Expedition. So, Auweia-Tagebuch, jetzt mal richtig. Während der morgendlichen Unterweisung hat uns Plauderger etwas wirklich Erfreuliches mitgeteilt. Da steht eine Expedition an. Hurra, Auweia, das letzte liegt schon Ewigkeit her, zurück. Von unseren letzten Expeditionen haben wir haufenweise Schätze mitgebracht. Wir haben alles mit jedem in den Schatzstadt geteilt. Das war eine wirklich tolle Zeit. Und, die bevorstehende Expedition dürfte spaßig werden. Ich frage mich, wo wir diesmal erkunden gehen werden. Meine Mitbewohnerin Palim und ich sind ganz schön aufgeregt, das Ziel zu erraten. Natürlich werde ich alles Mögliche tun, für die Expedition ausgewählt zu werden. Oh, ich bin so motiviert. Hurra! Wollen wir nochmal schauen, ob wir eventuell ausgewählt werden? Ich glaube es ehrlich gesagt schon fast nicht. Aber, naja. Gut. Expedition von Biza. Das Jawolja-Journal. Die Gilde begibt sich demnächst auf eine Expedition. Das wird meine erste Expedition. Mein Herz rast schon, Menschenskind. Aber werden sie überhaupt in Erwägung ziehen, mich mitzunehmen? Verglichen mit den anderen bin ich langsam und schwerfällig. Sogar die Neulinge von Team Silver werden besser und besser. Aber ich gebe ganz gewiss nicht auf, Menschenskind. Ich werde mein Bestes tun, um für die Expedition ausgewählt zu werden. Jawolja. Gut, jetzt haben wir das auch nochmal geholt. Ich schaue nochmal schnell nach. Was soll ich jetzt nochmal nachschauen? Jobliste, da ist sie ja, verdammt nochmal. So, Beeilung, bringe, irgendwo muss ich doch ne was bringen, oder? Genau, bringe eine Maronbeere. Dann schaue ich doch mal, ob ich die hab. Süchen, dann gehen wir erstmal wieder nach draußen, um dann entsprechend uns auch vorzubereiten, auf all das, was uns noch bevorstehen wird. Einmal schön nach unten gehen. Hoffentlich haben wir überhaupt eine Maronbeere. Habe ich mein ganzes, ja, mein ganzes Geld habe ich zum Glück schon abgegeben. Ich schaue zur Not nochmal bei Kecleon rein, vielleicht verkauft der, wie es der Zufall gerade so möchte, eine Maronbeere. Willkommen, ja. Kleinkiesel, lila Gummi, orange Gummi, schwarz Gummi, leider tut er das nicht. Schade, wie sieht es mit dir aus? Habe ich bei dir vielleicht mal eine rein ins Lager gelegt? Nehmen. Bip-bam-bam-bam-bam. So, ich frage mich, ob die auch alle nach Beeren und so sortiert sind. Scheint so zu sein. Amrena. Maronbeere, da, bitteschön. Fein, ich nehme das Item aus dem Lager. Dankeschön. Bitte sehr genau. Ja, danke. Möchtest du noch etwas? Nein, ich habe alles, was ich benötige. Gewappnet bin ich auch. Das habe ich auch schon nachgeguckt beim letzten Mal. Schön. Das heißt, auf geht es zu neuen Aufträgen. Mit Lichtgeschwindigkeit rennen wir los. Bup, wohin soll die Reise gehen? Wasserfallhöhle. Genau, da war das ja. Möchtest du Wasserfallhöhle aufbrechen? Natürlich möchte ich das. Die Wasserfallhöhle. Wasserfallhöhle U1. Gut, auf welcher Ebene waren jetzt noch gleich unsere Jobs? U4, such nach Nidorina ohne Ebene. U4 und 8, oh Gott, auf jeden Fall ein ganzes Stück nach unten. Aber da kriegen wir entsprechend nämlich noch bessere Belohnungen, nehme ich mal ganz stark an. Ach verdammt, das wollte ich doch nicht. Brrr. Ah ja, das, ach, stimmt, das ist ja hier besser gemacht worden als im ersten Teil, wo der Partner einfach random im ganzen Dungeon landen kann und dann sind alle verwirrt. Beziehungsweise ich bin dann mega verwirrt, weil ich jetzt erstmal dieses Loturzel besiege. Und ja, genau, das ist die Begründung dafür. Weil ich das Loturzel besiege, bin ich verwirrt. Entsprechend. Nun ja, vielleicht. Gut, es zeigt sich gerade wieder so eine leichte Spur vom Donnerberg-Syndrom. Falls hier sich die Treppe ist, was sie nicht ist. Also gut. Dann gehen wir weiter. Okay, weia. Hi, na, möchtest du dich vielleicht uns anschließen? Boom. Zack.
Ach, schade, ich dachte, ich hätte ihn schon besiegt und deswegen wollte er, hat er kurz gewartet, aber dem scheint nicht so zu sein. Nicht erstaune er mich. Boom. Du Erstauner. Oh, ich habe mich erschrocken. So, ein bisschen Geld noch, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ah. So, und weiter geht's nach unten. Wasserfall U2. Ach, guck mal, und direkt wieder nach einmal Donnerbeck gibt's einmal die Strandhöhle. Schön, Wasserfall U3. Und jetzt bitte ein etwas, was zwischendrin genau in der Mitte liegt. Das wäre doch eine wunderbare Abwechslung zu dem, was wir bisher hier gesehen haben, oder? In diesem jetzigen, heutigen Part, der gerade läuft, jetzt in dieser einen Sekunde, außer ihr macht auf Pause und dann ist alles vorbei. Dann war's das. Dann nie wieder. Aber noch haben wir nicht viele Gänge gesehen auf Felino. Das erinnert mich an ein gewisses anderes Felino, was ich vorhin gesehen habe. In einem bestimmten Stream, wollte ich sagen. Jetzt bestimmt hier unten, oder? Guck mal, das ist noch ein Felino. Du kümmerst dich schon drum, oder Jan? Na, warte, pass auf, ich helfe dir lieber. Bevor das hier noch ausartet, werde ich ihn einfach besiegen. Beziehungsweise er, Jan wird ihn besiegen. Und für uns das, was war das? Ein Anton. Hi, na? Oh, ein Gelbgummi. Ein Gelbgummi. Das gebe ich Jan direkt mal zu trinken, sobald es da ist. Und ich scheine leider nicht in den Genuss von einem Mittelding zwischen Strandhöhlen- und Donnerhöhlen-Syndrom zu kommen. Nein, Donnerberg-Syndrom. Denn wie man gerade sieht, ist es wieder der letzte Gang, den ich abgehe, der natürlich richtig ist. Yay! Das Spiel hat schon so einen Fluch an sich. Nee, guck mal, da hinten ging es sogar noch weiter. Aber egal, trotzdem, das zählt. Wasserfall U4. Erste Mission können wir jetzt schon mal abschließen. Zielebene erreicht. Wer ist denn jetzt hier, frage ich mich. Oh, das Spezialband. Tragen wir irgendwas? Das Kraftband. Und das Zinkband. Ja gut, pass up. Dann kriegst du jetzt mal dieses besagte... Wo war es denn? Spezialband? Haben wir das nicht gerade aufgehoben? Ach, da unten. Ich hab's nicht gesehen. Geben einmal bitte Jan. Jupp, schön. Das machst du mit deinem Donnerschock nämlich noch mehr Schaden. Yay! Ich bin da mit dem ersten Teil immer recht gut gefahren, muss ich sagen, mit diesen Bändern. Oh mein Gott, wir werden von Schwärmer verfolgt. Schnell! Schnell! Da ist es schon der Ausgang. Ha! Nein! Ach Gott, ich hab die... Oh Mann! Nicht aufgepasst! Ich hab die Mission vergessen. Na gut, egal. Nicht schlimm. Derp. Dann werden wir halt die nächste Mission ausführen, die wir noch laufen haben. Welche war das denn überhaupt? War hoffentlich nicht die mit der Maronbeere, weil dann muss ich die nicht mit mir rumschleppen. Nein, ich möchte auch nicht untersuchen. Rettet sich Spring Item. Nee, das Maronbeere kommt noch. Okay, gut. Immerhin. Da besteht immer nicht die Gefahr, dass ich diese aus Versehen verwende und dann ist sie weg und dann habe ich keine Maronbeere mehr und dann ist alles doof und kacke. Ich werde schon sagen, warum läuft die nicht schräg, wenn ich das möchte? Also irgendwie... Heiner. Boom, Quapsel. Dich möchte ich aber nicht in meinem Team haben. Warum? Weil ich dich bereits in mein Team aufgenommen habe. Squiral, wenn du dich erinnerst. Zack, einmal Routenschlag und einmal daneben bitte. Aber Jan kann auch eventuell den ganzen Kram mal beenden. Ja, indem er einfach mit dem Donnerschock ordentlich drauf knüppelt. Und das hat, wie man gerade sieht, auch seine Leistung gebracht, die wir von ihm erwartet haben. So, Wasserfall U6. Du hast die Ziele erreicht. Okay, alles klar. Dann können wir noch eine Aufgabe machen. Ich bin nur verwirrt, wenn da nichts steht. Also wenn da einfach nur, der Dungeon steht, aber nicht mit irgendeiner Zielebene. Oh Gott, Tangela. Bitte geh er weg. Wow. Das war ziemlich stark dafür, dass Tangela so eine gute Verteidigung hat. Jedenfalls in den normalen Editionen. Ob das hier ebenfalls so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist nur Turzel besiegt mal wieder. Maybe? Oh yeah. Mein Instinkt hat mich nicht enttäuscht. Und ich wollte gerade schon gehen, ohne Nidorina mitzunehmen. Ja, fährt auf Nidorina und bitte tschüss. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Kein Problem. Ist gar kein Problem. Möchtest du den Daniel verlassen? Nein, möchte ich nicht. Willst du den Anteil fortsetzen? Ja, möchte ich. Denn wir haben auf Ebene 8 noch eine Verabredung mit jemandem, der eine Maronbeere möchte. Eine Maronbeere. Genauso muss man das betonen. Maronbeere. Irgendwie sind in den Dungeons immer relativ wenig... wenig so breite Gänge. Also das meiste ist wirklich mit so engen Gängen verschlossen. Schade, ich hätte, wenn es schöner, wenn ein paar mehr große Gänge verfügbar wären. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Und so schlimm ist das jetzt auch nicht. Das war nur sowas, was ich mal nebenbei anmerken wollte. Hi, na? Ding, der Magen knurrt. Ja, das ist nicht schlimm, weil ich denke mal, ich werde schon den Dungeon verlassen haben, bevor ich was essen muss. Also hoffe ich jedenfalls. Das ist so mein Ziel. Dann geht da aufnehmen. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Yay, möchte ich einen Kosenamen geben? Auf jeden Fall. Und wir nennen es natürlich mal einfach, ganz spontan,
Wir nennen es Tentakel. Super. Denn es hat welche. So. Tentakel. Hey, sein Name Tentakel, okay, ja, von mir aus. Mir fällt gerade nichts besser sein. Tritt dem Tentakel Silber bei. Silber bei, um Abenteuer zu erleben. Hey. Guck mal, da oben unser Bildschirm hat sich jetzt voll toll aktualisiert. Und ist Level 11. Hi, du da hinten, na? Boom. Boom. Und kabam. So, ich würde jetzt aber trotzdem gerne den Ausgang finden, denn wir haben nur noch 14 Magen und es wäre eine Verschwendung, wenn ich jetzt einen Apfel essen müsste. Nicht, dass wir irgendwie Apfelknappheit hätten, aber wenn ich es vermeiden kann, wieso dann nicht? Ich muss noch einen extra Umweg im Weg gehen, weil das Quaps nämlich sonst mit Blubber bespuckt. So, Wasserhöhle U8. Müssen wir unseren nächsten Klienten mal finden. Komm, du kümmerst dich dann entsprechend schon drum, oder? Oder mach ich? Ich helfe euch schon. Hier so. Bam. Zack, kazam. Schön, schön, schön. Wo hätten wir denn jetzt den Kunden? Wer möchte hier die Maronbeere? Schwindelig vor Hunger. Oh Gott, langsam wird's kritisch. Upsala. Das war nicht das, was ich wollte. Oh yeah, das wollte ich aber umso mehr. Attack. Oh, was will er denn da lernen? Ruckzucki. Schön. Dann lernst du mal den Heuler. Dann kann ich nämlich auch mit dir eine wunderbare Kombination machen aus Ruckzucki und Heuler. Ja, und er lernte Ruckzucki. Dein Level ist außerdem gestiegen. Schön. Hier kriegst du noch ein paar Werte dazu. 3, 2, 2, 1, 2. Ordentlich. Was wollte ich jetzt nachschauen? Ich hab's gerade glatt vergessen. Irgendwas wollte ich gerade nachschauen, aber keine Ahnung, was das jetzt war. Wo ist der Typ mit der Maronbeere? Schnell! Wie viele Magen wir haben, wollte ich nachschauen. Genau, 4 nur noch. Oh Gott, das wird aber knapp. Komm schon, Typ mit Maronbeere. Da ist er. Hey, ja, perfekt. Ja. Guck mal, nimmt das Item dankend an. Kokowai, Mirapla. Oh, müssen wir dann jetzt verlassen? Ja, möchten wir. Ich wirklich gehen? Ja, möchten wir. Immer diese doppelten Fragen, aber gut, bei diesem System kann ich es schon verstehen. Da würde ich auch lieber doppelt fragen. Nachher verklickt man sich einmal und dann ärgert man sich. Ja, vielen Dank, dass ihr mir Maronbeere geliefert habt. Kein Problem. Nimm das Royal-Gummi. Oh, da haben wir wieder jede Menge Cocktails, die wir Jan geben können. 30 E-Punkte. Fantastisch. Und was kriege ich von dir? 2000. Ja, da werden wir nur 200 von behalten. Mann, das sieht immer so viel aus und dann merkt man so, ach Moment, nee, eben nicht. 20 nochmal, schön. Mal gucken, ob wir den Silver-Rang dann auch erreichen. Stopp, 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 stopp. Ah, diesmal dürfen wir doch wieder essen. Und der Tisch ist tatsächlich voll. Ich frage mich, wann wir die mal zur Rede stellen dürfen hier, das Team Totenkopf. Ja, wir sollten etwas schlafen. Machen wir auch morgen wieder einen guten Tag, Chris. Ja, das machen wir doch wirklich gerne, Jan. Der nächste Morgen. Aufstanden ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, Chris. Verdammt. Möchte einen anderen speichern? Nein, aber ich möchte wissen, was jetzt mit der Expedition ist. Ich glaube, das erfahren wir doch heute, oder? Tangela hat übrigens einen sehr seltsamen Blick drauf da oben, muss ich mal nebenbei erwähnen. Habt ihr vielleicht... Ach, ich darf ja nicht in die Tagebücher schauen. Stimmt. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon. Zeit, denn ja, aber... Oder nicht? Ich dachte, heute wäre hier Expeditionstag und so. Achso, Wachdienst. Dafür wird ihr heute eingestellt. Ich lasse euch das einmal. Na gut, so geht der Tag jedenfalls schnell vorbei. Sieh dir den Fußabdruck an. Okay, das kennen wir ja bereits. Ja, ja, ja. Jedenfalls kein Problem. Upsala, das ist ein Quack, so selbstverständlich. Alles klar, hereinspaziert. Korrekt, du liegst richtig. Hier kommt ein Pokémon. Und das ist ein Ninjask, würde ich mal stark annehmen. Ja, zack. Gut, wen haben wir als nächstes? Hier kommt ein Pokémon drin. Octillery nehme ich mal stark an. Ja, komm einfach rein. Gar nix. Ist alles easy. Du liegst vollkommen richtig. Hier kommt ein Pokémon-Prüfer. Sagen, welches ist. Das ist ein Relaxo, würde ich schon fast sagen. Aber das sieht eher in dem Zusammenhang aus wie ein Visaflor. Ja. Dann ist es ein Visaflor. Meinetwegen. Also die anderen kommen auf jeden Fall nicht in Frage. Das wären Hufe sonst gewesen. Da wäre es ein Clown gewesen. Und Panpiro hätte auch andere Füße. Feuerriegel nehme ich mal stark an. Dieser kleine Stummelfüß, das kleine Stummelfüß, den würde ich überall wieder erkennen. Korrekt, du liegst vollkommen korrekt. Du liegst vollkommen korrekt, genau. Meganie? Nein, dann ist es Shelterer. Ja, dann ist es Shelterer. Ja, Meganie wäre eher rund gewesen. Na, gar kein Problem. Du liegst richtig. Keine Besucher mehr. Yo, alles easy. Das war leicht. Wie immer halt irgendwie. Ihr habt einen redlichen Tag gearbeitet euch. Was? Das war irgendwie falsch. Lasst mich euren Wachdienst bewerten. Eure Ergebnisse waren perfekt. Ja, das werde ich auch nicht mal immer wieder vorlesen müssen, weil auch der sagte immer wieder das Gleiche beim Wachdienst.
Schön. Yay. Konfetti. Guck mal, er ist wieder gut drauf. Ja, wir haben es geschafft. Ich weiß, euer Einsatz wird belohnt. Was kriegen wir denn mal zur Belohnung? Ja. Boah. Noch mehr? Yay, Überlebersamen ist immer gut. Da freue ich mich wirklich immer drüber. Immer noch nicht alles. Und ein Heilsamen. Ich soll mir übrigens mal den... Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte den Lebenssamen aus dem Lager nehmen, um meine KP zu erhöhen. Aha. Ja, natürlich ist das in Ordnung, so reichlich belohnt zu werden. Macht weiter so, ihr zwei. Machen wir doch jedes Mal. Nom nom nom. Das ist schön, dass wieder ein Tag vorbei. Das heißt, jetzt aber Expedition, oder? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die was von heute, also von... morgen gesagt haben. Das Morgen wäre ja gestern gewesen, aber vielleicht meinen die das Morgen von gestern und das wäre immer dann heute. Wir sollten auch etwas schlafen machen, dass dem morgigen Tag wieder einen wunderbaren Tag. Das tun wir doch glatt, Jan, wie immer. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür, es ist morgen! Ja, ist doch gut, Mann, ey. Oh, ey, dass die nicht taub werden. Also jeden Morgen so geweckt werden. Ich glaube, das gehört zu den Dingen, an die man sich nie gewöhnen würde. Stellt euch einfach vor, jeden Morgen kommt jemand mit einem Presslufthammer in euer Zimmer und meint einfach, die Wand einreißen zu müssen. Ich glaube, das kommt ihm ziemlich gleich. So, Expedition bitte. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Immer noch nicht. Hä? Irgendwie... Ja. Ja, gut. Kein Problem. Ja, natürlich haben wir verstanden. Ist alles easy. Oh. Dam, bababam. Gut, Palim, du lässt erstmal das, ja, das hoffe ich auch. Wann war die denn jetzt? Ich bin verwirrt. Ich bin einfach verwirrt. So, geh mal weg. Tentakel wird zum Ausruhen ins Lager geschickt, genau. Arbeite da mal, schufte, schieb ein paar Kisten hin und her. Was macht die Glibunkel noch gleich? Was hast du denn so Schönes? Nix Besonderes. Gehen wir nochmal unten in den Pandierladen rein. Weil jetzt sollten wir das ja auch machen können. Ich möchte das nämlich gerne mal probieren, beziehungsweise mich da generell mal ein bisschen umsehen, was das denn jetzt genau macht, diese tolle Funktion da, von der uns da so unglaublich viel erzählt wurde. Oh, guck mal, ein kleines Magnetilo. So, dann zeigt mal, was ihr so könnt. Probier doch mal Isso anzusprechen. Achso, ja, stimmt. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Hast du Interesse an der Preisticket-Aktion für den großen Shot? Ja, meinetwegen. Achso, ich habe kein Preisticket. Okay, dann wiederverwenden. Wähle das gewünschte Item aus deinem Beutel. Ich kann... Beliebiges Item viermal. Achso, ich verstehe. Ich könnte ein Preisticket aus vier beliebigen Items machen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und aus zwei Äpfeln könnte ich eine Siegelbeere machen. Ist das so richtig? Ich versuch's einfach mal. Preisticket wiederverwerten. So, Preisticket soll es sein? Ja. Gut, wähle die Items, die du gegen anbieten möchtest. Ich hoffe, ich muss es nicht aus meinem... Doch, ich muss es aus meinem... Ach, nein. Oder... Ah, ich kann alle nehmen, die ich habe. Ja, cool. Gut, dann probieren wir das doch mal aus. Was nehmen wir denn da mal? Ein Apfel. Warte, ich habe doch hier so viele Äpfel irgendwo da liegen. Da, guck mal. Kann ich den... Ja, den Apfel hätte ich gerne. Kann ich nicht? Hä? Muss ich das verstehen? Oder heißt das irgendwie, wenn ich ein Preisticket habe? Was ich ja scheinbar nicht habe. Klar, wahrscheinlich muss ich erstmal ein Preisticket haben. So war das. Dann versuche ich es mal mit der Siegelbeere. So. Ach so. Okay. Ja gut. Easy. Dann habe ich es, glaube ich, so halb geschnallt. Schauen wir doch mal. Gut, zum nächsten Rang noch 45. Jo, cool, dann haben wir schon den Silberrang. Nice one. Hi, Pandir, na? Ich möchte wieder ein bisschen was trinken. Saft. Und ich möchte vor allen Dingen hier mal das Gelbgummi für Jan natürlich. Weil das ist ja ein Elektromix, denke ich mal jedenfalls. Gelbgummi, Saftshaker. Yay, shake, 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 shake. Oh yeah, ich finde diese Animation so niedlich, wenn es den Drink shaket. Ich habe ein erstaunlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt's. Merklich, Verteilung von 1. Wie? Was? IQ steigt weiterhin an. Womit kann ich dienen? Bestellen. Habe ich noch mehr davon? Offensichtlich habe ich das nicht. Nun gut, ist ja auch nicht schlimm. Gehen wir mal zum Lager, benutzen den Lebenssamen, falls das überhaupt außerhalb eines Dungeons kann. Vielleicht muss ich jetzt mit Mund hier reden. Mache ich doch jetzt nochmal. Hi, na? Nein, was ist... Irgendwie...
keine Ahnung. Entweder ihr habt mir eine falsche Info gegeben oder das kommt erst später oder ihr meintet wirklich das und habt nicht aufgepasst, dass ich das längst gemacht habe. Nun ja, egal. Kann ja alles mal sein. Werde ich das jetzt wirklich kombinieren, ist die Frage. Weil es ist schon... Na, erstmal noch nicht. Dafür hat Druckzug mir zu wenig AP. Heina. Vielleicht habt ihr wieder irgendwelche Belebersamen oder sowas Angebot. Habt ihr tatsächlich sogar. Noch ein Gelbgummi. Ich will Blaugummis, Mann. Ich soll die aufheben. Die sollen so mega wichtig sein. So, Kangama. Lager erstmal ein paar Sachen, die ich nicht mehr benötige in meinem Inventar. So, schon mal sortieren. Was haben wir denn da? Die ganzen Orbs hier. Sind ein bisschen viele. Reicht mir, wenn ich die jeweils so dabei habe. So, brauche ich auch nicht davon so viele. Zack. Schön, ja, einmal bitte lagern. Danke, gar kein Problem. So, was möchte ich jetzt noch mitnehmen? Also, ich möchte auf jeden Fall was mitnehmen. Und zwar, wo war das Ding denn jetzt? Der Lebenssamen oder irgendwie so ähnlich hieß das Teil doch, ne? Lebenssamen. Erhöht die Max-KP. Ja, cool, in der Tat. Dann nehme ich den mal mit. Frage mich, ob ich daraus auch einen Drink mixen kann. Ich möchte es jetzt nicht riskieren. Nachher werde ich noch irgendwie dafür voll gehatet. Weil mir, du hast voll das Item verschwendet. Shit. Und deswegen lieber nicht. So. Gut. Inventar. Schön. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen Geld abholen, damit ich mir den Belebersamen da kaufen kann. Und dann würde ich auch entsprechend hier schon gerne den Part beenden. Nun ja. Mein Kontostand beträgt. Ja, komm. Ich gebe mir alles. Gib mir alles. Gib mir alles, was ich habe. Vielleicht hat nämlich das andere Kekleon auch noch irgendwas total Cooles, was ich haben möchte. Und außerdem möchte ich die Attacke nicht linken. Fällt mir gerade ein. Weil das hier ja so totaler Wucher ist im Gegensatz zum ersten Teil. Da hat es nur 150 oder so gekostet. Und hier irgendwie 500. Wahnsinn. Lebersamen ist über das Dreifache. Zack, einem Lebersamen, danke, schön. Nee, mehr möchte ich nicht. Aber von dir möchte ich gerne was haben, wenn du was Gutes hast. Nein, wobei Durchbruch möchte ich irgendwann mal für Jan haben. Da hat er nämlich noch eine gute Attacke zum Reinboxen. Ich habe jetzt gar keine Aufgaben angenommen an dem Infobrett, fällt mir gerade auf. Machen wir da beim nächsten Mal. Was kann ich für dich tun? Du kannst für mich mein Geld aufsammeln. Ja, bitteschön. Schenke ich dir. Also nein, schenke ich nicht, aber ich leihe es dir vorübergehend, damit du darauf aufpassen kannst. Das ist nicht nett von mir. So, Leute, dann würde ich aber sagen, das war es erstmal für heute von Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Im nächsten Part schauen wir, was wir für Jobs haben und hoffen, dass wir dann nochmal die Expedition machen dürfen. Ich bin gespannt. Bis dahin, ciao.